Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute ein Spontanprojekt mitgebracht. Das ist nämlich so, dass meine Tochter bald Geburtstag hat. Eigentlich haben wir ganz viele tolle Geschenke für sie, hoffentlich tolle. Nur, wie das manchmal so ist, denkt man sich dann so, als bastelverrückte Mutter, so ganz ohne Buch oder Heft oder irgendwas, ist irgendwie auch doof. Dementsprechend habe ich mir überlegt, dieses super schöne Magic Forest Papier von Stamperia, muss jetzt dran glauben. Und zwar werde ich hier ein Long Slim, ein großes Long Slim daraus machen. Ich habe auch schon Papier in der Färbung. Und ja, das werde ich euch bei einem weiteren Video zeigen. Erstmal ganz vorab, ich freue mich über Likes, Kommentare und auch natürlich neue Abonnenten. Ich habe mir auch überlegt, dass ja, bei 500 Abonnenten würde ich doch glatt mal so einen kleinen Rundgang hier durch mein Bastelzimmer machen, durch mein Kreativland. Ja, so viel erstmal zur Eigenwerbung. Jetzt wollen wir mal loslegen. Long Slim habe ich schon erwähnt. Ich möchte zwei verschiedene Sachen machen. Also einmal habe ich den Buchrücken schon ein bisschen verstärkt mit Scotch Tape. Ich möchte diese Buchecken hier schön mit aufbringen. Und ich möchte das Ganze versiegeln, sodass das so ein glänzigen, unruhigen Look bekommt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Kleber draufpacken und dann mit einem Tuch tupfen, dass es wirklich so ein bisschen, ja, matt, nennen wir es matt, aussieht. Meinen ersten Versuch dieser Aktion habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil der ist nach hinten losgegangen. Naja, sagen wir mal so, der ist so weit nach hinten losgegangen, dass ich das Papier noch benutzen kann, um Pockets daraus zu machen. Oder ähnliches. Ich hatte nämlich versucht, mit diesem servierten Papier, mit dem dünnen, so eine ganz dünne, hauchdünne Lage zu machen. Das hat nicht funktioniert. Das sah echt blöd aus. Dementsprechend werde ich den Kleber jetzt pur benutzen. Ich werde mir hier jetzt ein, Pinsel nehmen. Den Kleber satt einstreichen. Auch die Buchecken schon direkt mit draufbringen, wenn ich ja eh mit Kleber am Rummanschen bin. Und ja, habe dann vor, das Ganze. Ich weiß gar nicht, bin ich noch im Bild? Ja, bin ich noch. Kann man so durchgehen lassen. Das Ganze hier, sagen wir mal so, einerseits versiegelt, andererseits schön ein bisschen grungy muss es sein, durchgehen zu lassen. Naja, geht euch das auch manchmal so, dass wenn ihr sagt, oh Mensch, mein Kind hat Geburtstag, tülü, tülü. Ich müsste dann doch noch irgendwie was machen. So recht kurz entschlossen, weil wir sind relativ kurz vom Urlaub und sie hat im Urlaub Geburtstag. Das heißt, auch dieses Video wird rauskommen, wenn schon längst Sommerferien sind, wir schon längst in Schweden weilen und ich mir neue Junk Journal Sachen ausdenke. Ja, der Plan ist halt einfach, doch noch irgendwie was Schönes, Selbstgemachtes, Tolles mitzuschenken und nicht nur. Was heißt nur? Also ich habe auch tolle kreative Geschenke zusammengestellt, wie ich finde. Nur diesmal ist kein Buch, Heft oder ähnliches dabei, was irgendwie, sagen wir mal, diesen kreativen Anspruch hier irgendwie deckt. So, meine Unterlage ist ein bisschen klein für dieses Riesenpapier, aber ich liebe einfach dieses Papier. Ich muss nur gucken, dass ich es nicht auf der Unterlage festklebe. Das wäre nämlich echt kacke. Um das mal auf Deutsch zu sagen, wäre das nicht gut. Weil der Kleber, der ist recht elastisch, hält auch sehr gut. Jetzt kommt das Aber. Man reißt sich mit dem Stamperia-Papier dadurch, dass es so, sag mal, unglänzig ist, matt. Man reißt sich dann doch schon mal ein paar Teile ab. Also das heißt, da würde dann einfach sowas aufspringen. Ah! Deswegen will ich es ja nicht in den vorhandenen Kleber reinschieben. Ich verarsche mich gerade selber, das kann man auch mal machen. So, ich habe mir hier nämlich ein paar schöne Teile gesucht. Habt ihr gerade schon gesehen, die Buchecken? Und die werde ich jetzt hier gleich auch in den vorhandenen Kleber reindrücken. Deswegen mache ich auf dieser Seite jetzt den Buchrücken mit. Und ich werde gleich hier ein bisschen mit dem Tuch rummatschen, in der Hoffnung, dass das Tuch es aushält, ohne selber drauf kleben zu bleiben. Drücken wir mal die Daumen, sonst hätte ich nämlich das zweite Papier versaut heute. Das heißt versaut. Also ich meine, wir machen Junk Journal, ne? Also versauen ist relativ.
Aber gefühlt fand ich das schon echt doof. Und wenn ich das, was ich jetzt hier machen will, nicht schaffe, sondern mir mein Papier hier irgendwie mit Gedöns vollklebe. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nur den Effekt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier diesen, ja, genau. Diesen Effekt will ich haben. Dass es nicht nach Strichen aussieht hier drauf, sondern unruhig. Und ich hoffe, dass sich das dann auch im Kleber niederschlägt, wenn der trocknet. Ja, das ist so mein Plan hier. Das ist momentan sieht das ganz so aus, als würde mein Plan aufgehen. Ich muss dann mal wieder einen neuen Teil vom Kleber, vom Tuch suchen. Ich nicht mein Tuch drauf klebe. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe gleich aus wie Sau. Wie üblich. Öfter mal nichts Neues. Ich versuche jetzt hier gerade noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen nach Pinselstrich aussehen, noch davon abzuhalten, nach Pinselstrich auszusehen. Das ist ein fröhliches Gemansche. So. Jetzt bin ich der Kleberball. Nicht, dass ihr euch denkt, ich schmeiße die Sachen hier einfach mal so fröhlich vom Schreibtisch. Ja, doch, tue ich schon. Also könnt ihr ruhig denken. Nur da steht einfach meine Altpapierkiste. Ich habe einen Karton da stehen. Eine Altpapierkiste. So, jetzt möchte ich einfach nur hier die Ecken noch so ein bisschen nachziehen, wo jetzt gleich die Buchecke drauf kommt. Noch ein bisschen verstärken. Ja, und ich denke mir so, vermutlich werde ich jetzt eine längere Trocknungsphase hier gleich einlegen müssen. Das heißt, das hier wird wieder so ein Video in Abschnitten. Das kennt ihr ja schon. So. Normalerweise neige ich ja nicht so zum Messen. Ne? Kennt ihr ja das Spiel. Wenn ich hier messe, dann ist schon irgendwas falsch. Allerdings möchte ich gerne bei diesem Teil wirklich einmal messen oder einmal mir die Mitte ausloten für dieses Herzchen. Wenigstens so grob. So, wir sind bei 15, 15, da ist ungefähr die Mitte. Das heißt, ich möchte es hier in den Kleber drücken. Ich werde es vermutlich auch noch ein paar Mal mehr eindrücken. Das heißt, wirklich richtig im Kleber versinken, damit es danach wirklich hält. So, du bist hier richtig schön im Kleber versenkt. Das sieht wunderbar aus. Auch hier möchte man noch ein bisschen diese Klebernase hier verreiben. Das gehen. Nächste Buchecke bitte, nächste Buchecke. So, jetzt schiebe ich das hier mal rüber. Wenn die Unterlage ein bisschen Kleber abkriegt, würde sie es überleben, die grüne. Eigentlich ist sie durchsichtige, meine Kleberunterlage. Die ist aber ein bisschen klein für das Riesenpapier. Weil hier oben noch ein Bild. Ach, knapp, ne? Knapp daneben geht es auch vorbei. Nein, diesmal ist es knapp daneben, ist auch noch ein Bild. So. Ja, nun heißt es abwarten und Mittagessen kochen. Das wird hier so ein bisschen gläsern trocknen. Das wird glänzig werden, das ist auch der Plan. Jetzt weihe ich euch noch in den nächsten oder weiteren Plan ein. Ich habe hier eine wunderschöne goldene Rolle. Eigentlich ist das ein Tischtuch, was furchtbar krümelt. Das mache ich mir jetzt zunutze. Indem ich diese Goldkrümel hier einfach auf das Heft brösel. So, mein weiterer Plan ist nämlich, auf die Rückseite ein Stückchen mit dem Netz, was ich hier gerade zum Runterbröseln genommen habe, zu
setzen. Sometimes we need fantasy to survive the reality. Das ist irgendwie so ein bisschen asymmetrisch. Und vorne drauf kommt dann Ähnliches, also natürlich nicht der gleiche Spruch, ist klar. Dann. Ja. Dann ist das so, wie ich mir das vorstelle. Ja, mein Magen hat geknurrt, falls sich jemand wundert über diese komischen Geräusche. Ich habe ja gerade gesagt, es wäre Zeit zum Mittagessen kochen. Das war ernst gemeint. So. Hier muss ich gucken, dass ich den Buchrücken, die Mitte treffe. Dass das auf einer Seite dann übersteht, auf der anderen nicht. Das wäre ungünstig. Das scheint aber so zu sein. Das heißt, ich schiebe jetzt hier ein bisschen. Ja, so. Jetzt gefällt mir das. Ja, man kann auch so ein bisschen mit dem Finger touchen, ne? So, jetzt. Jetzt ist es mittig, aber jetzt klebt es nicht mehr. Schade, Schokolade. So, wenn ich jetzt irgendwas hätte, was ich hier draufstellen kann, ohne dass es gleich mit festklebt, wäre das durchaus eine gelungene Sache. Tja. Tja. Das ist immer das Schwierige, ne? Also Glas wäre jetzt nicht schlecht. Ich könnte jetzt hier mal... Ja, warum eigentlich nicht? Ein bisschen Überhang in die Richtung. Ja, mein Pinselglas. So, ihr Lieben, ich mache jetzt Pause, bis der Kram hier getrocknet ist. Dann mache ich die zweite Hälfte. Danach geht es innen auch noch weiter. Und ich schaue gleich mal nach meinem gefärbten Papier. Ich denke mal, in diesem oder im nächsten Video werde ich euch mal zeigen, was ich da so Schönes geplanscht habe. Ja, für euch wird es eine Sekunde sein, für mich wahrscheinlich ein Stündchen. Bis dahin. Da bin ich wieder. Das ja, lag noch ein bisschen mehr Zeit zwischen dem Verlassen dieses Videos und wieder aufnehmen. All dieweil, es ist wirklich recht langsam getrocknet. Wir haben es ziemlich warm. Relativ hohe Luftfeuchtigkeit aktuell. Und ich habe einfach direkt hier durchgezogen und habe weitergemalt. Was heißt weitergemalt? Also weiter eingekleistert. Ihr seht es ein bisschen glänzend, ne? Das war auch mein Plan. Alle Junkies, die jetzt sagen, oh mein Gott, es glänzt. Yep, meine Tochter mag sowas. Und es fühlt sich an, als wäre das irgendwie so eine Plastikfolie und nicht Papier. Es ist total abgefahren. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich beim Einatmen verschluckt, sowas. Ja, ihr merkt ja, seht ja, wie ich hier dann rumfummel. Es ist recht flexibel. Das ist gut so. Die Goldglitzer-Dinger hier sind richtig schön im Kleber geblieben. Ich habe ja die diesen Tischläufer ausgeschüttelt. Und jetzt möchte ich in diesem Video noch mit euch hier die beiden Schatzis platzieren. Na, und zwar einen dort und einen hier so. Klausurt. Ja, ne? Das mache ich jetzt heute mit euch zusammen. Ich werde im Nachhinein auch noch die Sprüche versiegeln, also dass das auch so glänzig wird wie hier. Einfach deswegen, weil dieses Heft soll auch wirklich benutzt werden können. Das soll nicht nur hübsch sein und sie sagen, oh Mama, das hast du wieder toll gemacht, dankeschön. Sondern sie soll da wirklich was reinschreiben können. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir hier diese ganze Arbeit mache für, oh Mama, danke, total toll, aber benutzt das nicht. Nee. Mein liebes Kind, wenn du dieses Video siehst, benutzt das Heft. Es hat viel Arbeit gemacht. Oder es wird viel Arbeit gemacht haben, wenn du dieses Video siehst. Ich werde natürlich diese Videos dann hochladen, wenn wir längst im Urlaub sind und sie nicht auf die Idee kommt, diese Videos zu gucken. Im Urlaub deswegen. In Schweden gibt's kein WLAN, in Schweden gibt's kein WLAN. Jedenfalls nicht dort, wo wir hinfahren. Ich bin ein bisschen schadenfroh, oder? Ich weiß nicht. Doch, ich weiß. Ich weiß, ich bin schadenfroh. Jetzt muss ich meinen Pinsel mal immer in den Zähnen festhalten. Macht ihr das auch? Kommt euch das auch vor, dass ihr einen Pinsel mit den Zähnen haltet und dann nicht reden könnt?
Ich habe gehört, ich soll dann mal marschieren. Ja, Spaß beiseite. Also ich mache das schon manchmal, da ich auch die Einzige bin, die diesen Pinsel benutzt. Wenn ich beide Hände brauche, dann klemme ich mir diesen Pinsel doch schon mal zwischen die Zähne. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wenn das jetzt ein Pinsel wäre, den wir, keine Ahnung, zusammen beim Basteln benutzen, den meine Tochter mit benutzt oder sonst so, würde ich das natürlich nicht machen. Aber das hier ist ein Privatschreibtisch. Ein privater Basteltisch, an dem nichts anderes gemacht wird, außer von mir höchstpersönlich gebastelt und gewerkelt zu werden. Dementsprechend darf ich meinen Pinsel auch zwischen die Zähne klemmen. Ja, nur das Blöde ist, wenn man das in einem Video macht, dann versteht er mich nicht mehr so gut. Das ist der einzige Nachteil, den diese Vorgehensweise hat. Da oben Pinsel. So, ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen Mühe. Mein Schreibtischstuhl, der ist wirklich, wirklich fällig. Ihr seht, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Ankleben dieser Netzstruktur und die goldenen Teilchen fallen auch schon ab. Das ist halt auch dieses Netz, was ich zum Berieseln von dem Journal hier benutzt habe. Ja. Das macht durchaus Sinn, hier ein bisschen mehr Kleber zu benutzen, dass es auch wirklich an Ort und Stelle bleibt und es wirklich festzudrücken. So, jetzt kommt das Herzchen aber noch und den hier, ne? Den Spruch. Moment. Moment, Freunde, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich diesen Spruch hier null und gar nicht distressed habe. Wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein bisschen distressing. Will ich hier drum bitten. So. Den werde ich jetzt hier komplett hier einkleistern mit einer ordentlichen Schicht Kleber. Und ich benutze immer noch und immer wieder und immer ganz viel Funkelkram Junk Journal Kleber. Der ist einfach gut und ich liebe es einfach mit dem Pinsel zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch mein großer Vorteil. Manche Leute sagen ja, das ist irgendwie unpraktisch, dass der in der Dose ist, dass man den mit dem Pinsel benutzen muss. Für mich ist das völlig fein. Ich liebe es, mit dem Pinsel rumzufuhrwerken. Dementsprechend gibt es für mich keinen cooleren Kleber. Mal abgesehen davon, dass ich mit dem Pinsel bearbeiten kann, der klebt halt echt wie Sau. Wie Sau halt auch immer so klebt, ne? So, das wird jetzt anständig platziert. Imagination is the golden pathway to everywhere. Yep. Das kann ich wohl unterstreichen. Das Schöne ist dadurch, dass man dass das Cover hier sowieso schon glänzig ist, ist das total schnuppewurscht, ob ich jetzt hier nochmal mit Kleber drüber gehe oder nicht. Das heißt, ich kriege glänzende Sachen, glänzende Stellen. Ja, kriege ich tatsächlich. Das ist völlig in Ordnung. Das glänzt ja eh alles. So. Lassen wir das jetzt erstmal hier im Moment antrocknen, dass ich das nochmal andrücken kann gleich. Wir machen den gleichen Spaß hier mal auf dieser Seite. So, und beim nächsten Video werde ich euch... Ich ziehe das jetzt hier mal so ein bisschen rüber, dass man noch was von der Brücke sieht. Beim nächsten Video werde ich euch dann mitnehmen, die Signaturen zusammenzustellen. Ich habe Papier gefärbt. Ich habe von, was ist denn das? Crayola? Also irgendeine Bastelfirma, die Pigmente herstellt. Crayons, kann das sein? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich Pigmente genommen. Und einerseits habe ich einmal wasserblau gefärbt, weil ich dachte mir, so ein bisschen bläulich macht hier bei diesem Papier total Sinn. Ich habe aber auch das nasse Papier genommen, also anderes Papier, und habe dann die Pigmente drüber gestreut. Die haben echt abgefahrene Farben ergeben. Seid gespannt aufs nächste Video. Und sie sind unterschiedlich, ne? Also wir haben echt unterschiedliches Papier.
Und durch dieses unterschiedliche Papier habe ich erst überlegt, boah, passt das überhaupt zu diesem Journal? Also ich muss sagen, dadurch, dass es gerade so unterschiedlich ist, reizt es mich sehr, das hier in dieses Journal zu packen. Und ich vermute mal, dass ich meine Tochter richtig kenne. Hoffentlich, gucken wir, werden wir sehen. Kann ich mir vorstellen, dass sie diese Farbverläufe und diese lustigen Farben mit den Sprenkeln total feiern könnte. Dadurch, dass ich Papier genommen habe, auf dem man wunderbar schreiben kann, egal ob es gefärbt ist oder peng, wird das vielleicht auch ein echtes Highlight für sie, ne? Weil jetzt immer geradlinig ein Schulheft mit Linien und boah, voll spannend, auf Linien schreiben, boah, wollte ich schon immer mal machen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, man kann nicht früh genug damit anfangen, auf Papier zu schreiben, was keine Linien hat. Einfach auf Blankopapier oder, wie gesagt, gefärbtem Papier oder ähnlichem, wo es einfach kein Hinweis gibt, wie man zu schreiben hat. Einfach mal machen. Und dieses einfach mal machen kann man in diesem Heft wunderbar umsetzen, dadurch, dass ich kein Linienpapier genommen habe. Ich habe auch überhaupt kein Papier, was irgendwie Vorgaben hat, genommen. Also Vorgaben im Sinne von, wir haben keine Linien, wir haben keine Karos, wir haben keine, sag mal, regelmäßigen Muster. Die einzigen Sachen, die hier irgendwie vorbereitet, in Anführungszeichen, vorgegeben sind, sind die Stamperia-Papiere, die ich nutze. Das ist hier das Einzige, was irgendwie irgendeiner Weise nicht aus meiner Feder stammt. So, ich werde in dem Papier natürlich auch den einen oder anderen Spruch hier mit unterbringen aus dem Magic Forest Papier. Ich kann gar nicht anders. Die sind echt, macht total Spaß, finde ich. Schon wieder nicht distressed. Meine Herren. Schlampige Arbeit. Mrs. Love's Paper. Ja, ich komme gerade so ein bisschen ins Schwimmen insgesamt. Ich habe nämlich tatsächlich einige Projekte parallel. Also, dass jetzt hier meine Tochter Geburtstag hat, ist ein Spaß vom Ganzen. Ihr hört im Hintergrund das Pling, Pling, Pling. Meine Junk Journal Crew. Spaß am Junk Journal Crew. Auch ganz also voll genannt. Da tauschen wir gerade Signaturen aus. Jeder bekommt Signaturen von der jeweils anderen. Oder den jeweils anderen, das sind ja einige. Und baut sich dann ein Journal aus 6 Fremdsignaturen, sag ich mal. Also fremdgebastelten Signaturen zusammen. Das ist ein Projekt, was gerade läuft. Ein weiteres Projekt, was gerade läuft, ist meine Oma hat Geburtstag. Kurz nach meiner Tochter. Und kurz nach meiner Oma hat meine Mutter Geburtstag. Ja, was soll ich sagen? Komme ein bisschen ins Schwitzen. Ja, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Also das, was meine Tochter kriegt, das seht ihr jetzt gerade hier, live und in Farbe. Was heißt live? Also nicht wirklich live, aber direkt gefilmt, wie ich es gestalte. Was ich nicht filmen werde oder vielleicht einfach nur ein Flip-Through filmen werde, ist das Kochbuch, was ich für meine Mutter mache. Ich habe neulich für meine Schwiegermutter schon eins gemacht. Ich sag mal so, das von meiner Mutter wird ähnlich. Nicht gleich, natürlich nicht gleich. Ich mache nie gleiche Sachen. Kann ich gar nicht. Kommt in meinem Wortschatz nicht vor, kommt in meinem Bastelschatz nicht vor. Allerdings wird natürlich auch wieder ein Geschirrhandtuch dran glauben müssen. Und ich werde auch das schöne Casa Granada Papier weiter benutzen. Allerdings auch ganz andere Seiten als bei meiner Schwiegermutter. Und mir sind auf dem Weg, als ich das gebastelt habe, auch wieder neue Ideen gekommen, die ich jetzt im neuen Buch umsetzen werde. So, das heißt, ich habe noch 2 Geburtstagsgeschenke zu gestalten. Ich habe 6 Signaturen für meine Bastelcrew zu gestalten. Ich habe ein Buch für mich selber angefangen, mal abgesehen von dem Bastelcrew-Buch. Da habe ich auch total Bock drauf. Ja, und dann habe ich natürlich noch die eine oder andere Happy Mail, wo ich mich so leichtfertig angemeldet habe.
Nein, nicht leichtfertig. Schon mit Auge, weil ich mach nur bei den Aktionen mit, die mir wirklich Spaß machen. Nur ist auch das ein bisschen Zeitfresser. Also ich habe gerade heute 2 Happy Mails beendet, also fertig gemacht. Ich hatte die letzten Tage immer mal wieder hier und da mal dran gewerkelt, aber noch nicht final. Und da gehen dann doch schon ein paar Stunden Zeit drauf. Ich meine, klar, mit voller Freude und die Liebe von The Rick. Ich kann auch nicht mehr reden. Es ist spät. Die Pam von The Paper Outpost, würde ich sagen. Wie die immer so schön sagt, with reckless abandon. Für Englisch ist heute einfach schon ein bisschen spät. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen Fussel drauf. Pack, der soll natürlich nicht da sein. So. Das muss sein, dieses Tupfen, weil sonst wird mir das zu gleichförmig glänzend. Das soll schon so ein bisschen diesen Old Paper Stain Charakter haben. Oder Old Glass Stain, besser gesagt. Oder Stained Glass. Da fällt mir von Motorpsycho ein Lied ein, was heißt Stained Glass. Das mag ich sehr. Wer Motorpsycho kennt, grinst sich jetzt ein. Wer die nicht kennt, denkt, das ist voll die harte Metalband. Stimmt gar nicht. Die machen schöne, solide, feine Rockmusik auf einem sehr hohen Niveau. Kann ich nur empfehlen. Also jedenfalls allen, die Rockmusik mögen. Wenn man keine Rockmusik mag, wird man das auch nicht mögen. Ganz klar. Weil, wenn ich keinen Rhabarber mag, dann mag ich auch den grünen Rhabarber nicht. Wenn mir jemand roten anbietet und ich schon gesagt habe, nee, ich mag keinen Rhabarber, dann wird der mir auch nicht schmecken. So ähnlich ist das mit der Rockmusik. Habe ich jetzt mal so irgendwie abgeleitet. Rockmusik und Rhabarber. Ich glaube, es ist spät und ich sollte ins Bett gehen. So. Okay. Ich habe jetzt fertig. Also jedenfalls das Cover. Es hat noch keine Löcher, es hat noch keine Signaturen. Die Signaturen werde ich im nächsten Video zusammenstellen. Für dieses Video sind wir erstmal durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin echt gespannt, wie ich diesen mal Lappen vernünftig binden werde. Achso, übrigens, hier kommt noch Spitze dran. Aber diese Spitze, also ich habe Spitze, verschiedene Farben, die gefallen mir alle nicht so. Ich musste sowieso was bestellen, deswegen habe ich eine interessante goldene Spitze mitbestellt. Ich bin gespannt, das scheint so ein Altgold zu sein. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Wenn das nicht so in meinem Sinne ist, dann werde ich schwarze Spitze nehmen und mit Gilding Wax bearbeiten. Ihr werdet sehen, in einem nächsten Video, wenn ich meine Teile hier beisammen habe. Gut, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich hoffe auch, dass ich Reaktionen von euch bekomme. Ja, so Likes, Abonnenten, Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Ja, da sind schon viele tolle Sachen rausgekommen. Also, keine falsche Bescheidenheit, keine falsche Scheu. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst in diesem Kino.